Einen wunderschönen Willkommen zurück zur abendlichen Runde und diesmal mit Hitman 2. Wir haben ja da noch ein bisschen was offen. Eins vorweg. Kann man das so sagen? Ja, es war eine schöne abendliche Runde, deswegen fängt es ein bisschen später an als sonst, weil, wie es halt so ist, man war unterwegs, Hundeschule war heute, Lola hat sehr viel gelernt, wir natürlich auch, logischerweise. Es gab einige Sachen so zu tun, dann kam noch der Nachbar, der dann gesagt hat, ey, lass uns zusammenstellen, wir haben ein bisschen was zu bequatschen, das ist halt auch noch ein zukünftiger Ex-Kollege, muss man auch dazu sagen. Und ja, und wie es dann halt so ist, dann verquatscht man sich. Von, ich glaube, wann haben wir uns hingestellt? 19 Uhr. Und jetzt ist schon, naja, wie auch immer, ne? Und dann kam noch der dritte und der vierte. Also wir standen, wohlbemerkt, schön weit auseinander. Wir stehen draußen auf der öffentlichen Straße. Mehr oder weniger jeder auf seinem Grundstück. Wir waren dann nachher 5 Leute und mit wirklich großem Abstand und einfach mal die letzten 1, 2, 3 Wochen. Man sieht sich ja komischerweise nicht, ne? Man wohnt nebeneinander. Und man sieht sich einfach nicht, weil man Dinge zu tun hat oder weil man ständig selber unterwegs ist, arbeitstechnisch oder, dass man einfach mal so ein bisschen sinniert über das, was passiert ist. Man erlernt dann eben halt auch, dass der ein oder andere schon eine Impfung bekommen hat, ne, obwohl er eigentlich theoretisch nach Impfplan nicht dran ist. Aber es ist ja stellenweise bei uns im Land Brandenburg freigegeben. Und dann tauscht man sich halt auch aus. Ne? Und dementsprechend weiß ich, wen ich dann am Montag mal durchklingeln und telefonieren sollte, um vielleicht auch in den Genuss als kritische Infrastruktur zu kommen. Lass uns mal überraschen. Aber heute und heute Abend, trotz des doch schönen Ausklangs, den ich selber jetzt privat genossen habe, wollen wir uns dann wieder Hitman wenden oder zuwenden. Und wir schauen mal. Ein schlechtes Blatt. Also das hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Mal, die Nordsee. Ne? Genau. Aber wir gucken es trotzdem noch mal. Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where is the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Three dynasties secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to bargain with. You're so certain. So sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. A simple truth you learned long ago. Diana! Coming! No one, Miss Burnwood, is untouchable.
diese Erkenntnis wirft natürlich sehr viele Verquickungen auf, ne? Wenn wir uns die Vergangenheit von ihr ansehen und ihre Einstellung zu diesem Sachverhalt. Aber wir sind ja eigentlich nur eine Art Werkzeug, ne? Wir sind emotionslos, beziehungsweise wir haben kein Gewissen. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken sollte, am besten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass hatten wir das hier, Begabung und Flüche? Ja, hatten wir nicht. Ach nee, wir sind verrutscht. Ich war schon verwundert. Ich glaube, ich kann es jetzt so schlecht nachvollziehen. Ich glaube, dass das der eigentliche Hauptplot war, ne? Und wir befinden uns jetzt hier mit Goldener Handschlag dann im DLC-Bereich und mal gucken, was wir da jetzt an Informationen bekommen. Deswegen Goldener Handschlag, New York. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Tell us everything about them. Ist Stuyvesant nicht eine Zigarettenmarke? Glaub ja, ne? The ivory towers are about to fall. And when we're done. Let's cross that bridge when we get to it. For now, the partners are all that matter. There's an issue. Of course there is. Olivia's tracked the names mentioned by the Constant, and they're dead ends. How dead? Obituaries for all three have appeared online. Accidental death, heart failure, lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. A contingency plan of sorts. Lag ich doch nicht falsch. Okay, danke. Seems they didn't tell him everything after all. Something this big will leave traces behind. The Constant says to follow the money. Milton Fitzpatrick, the investment bank. It's a key Providence asset. Which you worked for. The director of the New York branch is a Providence operative. It's our best bet as a way in. I'll tell the pilot to turn the plane around. Right, gentlemen. Here's what we've come up with. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent, the Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault, but getting inside the vault could be challenging. Oh, wie schon. Alternatively, bank director Athena Savalas, head of security Mateo Perez, and head of accounts Fabian Mann each carry a partial backup drive with data. We'll need all three drives to get the full data. Oder so. Now, we cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining Providence tie to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack, and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. Natürlich wir wieder. Athena Savalas. Okay. Ist bestimmt ganz böse, die Frau. Wir gucken mal. Oh, ist nicht ganz so viel. Miss Savalas, die Direktorin der New Yorker Filiale der Bankenabteilung. Ja, wenn wir es vernünftig erledigt haben wollen, machen wir es selber, ist klar. Aber er ist ja ähnlich wie wir, nur mit Gewissen. Ne? Bankenabteilung des Finanzriesen Milton Fitzpatrick ist eine extrem hart arbeitende, völlig skrupellose Frau, die ihr Privatleben ganz und gar dem Erfolg in den obersten Riegen der Bankenbranche geopfert hat.
Als Erbin eines Logistikimperiums trat Athena Zavalas frisch aus der Wirtschaftsschule in diese Männerdomäne ein. Rasch wurde ihr klar, dass sie sich von der klassischen Geschäftsfrau, zu der man sie erzogen hatte, komplett verabschieden musste, wenn sie Erfolg haben wollte. Zavalas entwickelte ihren Mitarbeitern gegenüber eine harte und gnadenlose Einstellung, was dazu führte, dass ihre persönlichen Beziehungen in der Bank und in ihrem Privatleben nach und nach scheiterten. Nun ist sie 51 Jahre alt und ihre Verwandlung ist abgeschlossen. Aus dem hellhäutigen Mädchen mit den strahlend blauen Augen und den warmen Lächeln ist eine unglaublich weiße Kreatur voll unendlicher Strenge geworden, die stets die absolute Kontrolle behält. Zavalas ist nur noch eine Marmorstatue, die über die Jahre im Finanzwesen jedes bisschen ihres ursprünglichen Charakters wegrationalisiert hat. Sie ist eine Meisterin darin, Schlupflöcher zu finden, Steuerregeln auszunutzen und Geld für Kriminelle zu waschen, und sie ist in zahlreiche Steuerfluchtpläne verwickelt, die ihr im letzten Jahrzehnt zu mehreren Auszeichnungen als Bankerin des Jahres verholfen haben. Über die Jahre hat Zavalas auch eine ausgeprägte Abneigung gegen die Mittelschicht entwickelt, die sie zu bloßen Zahlen auf Papier abstrahiert, ohne daran zu denken, was sie kleinen und mittelständischen Unternehmen mit ihrem ständigen Weniger-ist-mehr-Ansatz antut. Langsam wird sie eingeholt von Gerüchten darüber, dass sie schamlos mit dem Geld ihrer Kunden zockt, und die Finanzen der Bank tun ihr Übriges. Während der Vorstand einen neuen CEO für Milton Fitzpatrick sucht, arbeitet Zavalas eifrig daran, ihre Spuren zu verwischen, koste es, was es wolle. Beschaffen Sie sich die Daten, verlassen Sie die Bank, Sie müssen wir umbringen. Wie sieht's denn hier aus? Wir nehmen nicht die Klavierseite, wir nehmen unseren allseits beliebten und langsam immer mehr geliebten Fisch. Wir haben nur den Bankeingang, ist in Ordnung. Wir spielen wieder auf Profi. Feuer frei. Ich bin gespannt. Welcome to New York 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Zavalas, can be found in her top floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And head of accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault, or, alternatively, acquire 3 hard drives carried by the director and her 2 lieutenants, Mann and Perez. Machen wir das Schwierige? Wir machen das Schwierige, oder? Ach ja. Sich die Daten kann aus dem Tresorraum, alternativ Sicherungsdisk. Ich glaube, die Sicherungsdisks sind einfach. Ich glaube, den Tresorraum zu knacken ist doch entscheidend schwerer. Entdecken, okay. Wir haben Kameras, wir müssen aufpassen. Wir haben keine... Achso, die Kameras sind im Innenbereich, wie es aussieht. Ja. Um in den Tresorraum zu kommen, müssen wir wahrscheinlich bankintern arbeiten. Was haben wir denn hier? Untertauchen, okay. So, wir schauen uns mal um. Wir können also untertauchen. Das ist aber nicht die... Upsala, vorsichtig. So, ich werde mal schon mal auf unseren Lieblingsgegenstand wechseln. Da kommen wir bestimmt nicht durch, ne? Ich habe illegale Gegenstände im Inventar. Wahrscheinlich unsere Waffe, oder? Ja. Das ist ungünstig. Ups. Okay, ist eh eine Frau? Oder können wir... Oh, was können wir hier machen? Schraubendreher fehlt. Kommen hier nicht rein. Was haben wir denn hier? Hey, how are you? Decke Story-Mission auf. Ruby Red, the investigative reporter. I loved your exposé on the much-talked data abuse.
I mean, wow, Jason Portman must hate you. So, what are you working on now? I'm sorry? I don't know what you're talking about. My name's Tina. Tina Smith. I work in insurance. Right. Undercover, are we? No, no, I'm just not who you think I am, sir. Now, please leave me alone or I'll be forced to alert security. Oh, I'm sorry. It's just, you really look like her. Well, have a good day. Okay, madam. Ruby Red, famous muckraking investigative journalist, is in the bank. Known for her fierce skills at digging up dirt and her excellent nose for scandal, she's definitely up to something. Might be worth following her around the bank, 47. Fristlose Kündigung, schon wieder keine Verbindung. Irgendwas mit IT. Oh, warte mal, sprechen Sie? Hey, sweetie. Hi. We are in the middle of something. Please leave, okay? Okay. Wir gucken mal, was sie zu sagen hat, beziehungsweise zu machen hat. Teddy, it's me. I'm at the bank now. Oh, Entschuldigung. We are still talking here. Please leave. Ja. Teddy, it's me. I'm at the bank now. I still haven't been able to make contact with the informant. Don't you dare dump this story, Ted. I will find that report one way or another. This will be the story of the year. Director Savalas has been acting with extreme recklessness, and the public deserve to know that. My informant will come through. Just make sure you're ready to pull the trigger when I get the documentation. Okay, Informant. We just need another 5 minutes, and then you're welcome. But not right now, okay? Alles gut. Wir brauchen Informant will come through. Just make sure you're ready to pull the trigger when I get the documentation. She's going down today, Ted. One way or another. Okay, wir haben... That's the head of security here, Mateo Perez. He'll be holding one of the three backup data disks. Ach, das ist der mit den Backup-Daten. I expect that will happen immediately. That's the point, right? Show the world the ugly side of this whole business. Okay, wir wollen aber andere Sachen machen. Hier komme ich nicht rein, richtig? Sir, if you want to come through, I'm gonna have to pat you down. Wir müssen unsere Waffe verstecken. Das ist aber ungünstig. Wir können's aber. Wir packen mal unsere Waffe hier rein. Okay. Wir merken uns, die Waffe ist da drin. Wir lassen uns filzen. Looking good today, sir. Not a lot is happening, sir. Looks like a normal day, except of course it's not, right? This will just take a sec, sir. You know, the incident. Wir brauchen doch keine Waffe, ne? How bad is it? I mean, did they empty the vault? Thank you. Das ist die Sicherheit da gerade. Darf ich nicht durch, doch? Ich glaube, hier könnten wir wahrscheinlich Sachen runtertragen. Schließfach. Wer bist du denn? Wir können es nicht öffnen, weil uns fehlt ein Schlüssel. Okay. This is the vault, 47. The data core should be behind that large steel door. Da komme ich nicht ohne weiteres rein. The vault looks even more fortified than we feared. If I'm not mistaken, only high-tier security is allowed in here. Access seems to be restricted to the use of a keycard of some sort. Hang on. There's a similar security hub on the second floor. You might be able to acquire what you need there. Nice day, huh? Ooh! That's it. 1 foot right the other.
Yeah, I can't let him pass. I'm sorry, sir. Was? Ich darf hier nicht durch? Ist aber nicht gut. Wir probieren hier alles aus. Oh mein Gott. Okay, die kommen nicht hierher. Wir haben hier einen Wachmann. Ui, das könnte was werden. Pass mal auf. Warte mal. Aber was zum Verstecken hier? Nee, ne? Was? Wir wurden gesehen? Oh, nee, bitte nicht. Ach, hör auf. Wer sieht denn die Wache da unten? Okay. Das ist, glaube ich, schon eher was. Sehr schön. Aber wir können ihn nicht liegen lassen, ne? Warte mal, ich guck mal, ob wir hier irgendwas finden. Ja. Okay, sehr gut. So, kommt mal mit. Schön rein. Sind wir zumindest schon mal in der Sicherheitsabteilung gelandet, ne, mit unseren Fähigkeiten. So. So, was haben wir denn hier? Wir könnten so jetzt theoretisch nach unten und sind völlig unauffällig. Na, 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 na. Hello, sir. Hi. Oh, wir haben hier Aktenkoffer. Okay, wir könnten hier welche verstecken. Und zwar mehrere. Das Problem wird bloß sein... definitiv schneller sein. Ah, ne. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Aber vielleicht brauchen wir es auch nicht. Plus ich müsste... Ah, warte mal. Unsere Waffe müssen wir noch holen. Warte mal. Wir müssen unsere Waffe holen. Das ist wichtig. Wir brauchen nämlich mit Schalldämpfer und so, ne?
So, die hatten wir hier unten hingepackt, ne? Ja. Weil jetzt wären wir mit Sicherheit nicht gefilzt, ne? So, weggepackt. So. Aber vielleicht... Oh, warte mal. Oh, vielleicht kommen wir ja... Ach nee, wir brauchen ja die ID-Card-Geschichte. Aber vielleicht kommen wir ja hier durch. Ja. Ah, ein Schraubendreher. Ein Paket. So, die können wir bloß nicht öffnen. Dafür fehlen uns die Schlüssel. Okay, da kommen wir auch nicht durch, wie scheint. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben zumindest schon mal einen Schlüssel. Wir müssen also nach oben. Komm. Ansonsten brauchen wir nämlich noch den Zutritt zum Kamerasystem hier. Theresa, it's me. Oh. Listen, I need your advice. Remember that situation at work I was talking about? Poor guy. Well, I hit a bit of an obstacle here. The bank cool 10 million. No, nobody's discovered anything, but for some reason security is super high today. I don't think I can get to the documents safely. There's some sort of investigation going on and they're specifically looking for the file. No, I hid the file in a safety deposit box in the basement. Keys with me here on my desk. And see the journalist from here, but this whistleblowing thing right on paper, but I Schlüssel sind bei ihr am Platz. Genau, finden Sie die Schlüssel fürs Schließfach. Da unten. Oh Gott. Das war gemein. Da war ich gar nicht vorbereitet gerade eben. I need your advice. Remember that situation at work I was talking about? Well, I hit a bit of an obstacle here. No, nobody's discovered anything, but for some reason security is super high today. I don't think I can get to the documents safely. There's some sort of investigation going on and they're specifically looking for the file. No, I hid the file in a safety deposit box in the basement. Keys with me here on my desk. Hell, I can even see the journalist from here, but... This whistleblowing thing sounds great on paper, but I am telling you, it's pretty damn terrifying when you're the one doing it. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Okay. So, das heißt... Was ist die Story-Mission? Milton Fitzpatrick is holding a round of job interviews. The final applicant was last seen going into the bathrooms where he's been for some time. Nerves, maybe? Okay, da gäbe es eine Story-Mission. Oh, warte, was ist das? Hier liegt einfach eine Billardkugel rum. Nein. So, nach dem doch treffenden Absturz gerade, machen wir mal weiter. Dabei wollte ich doch bloß die Billardkugel hier nehmen. Wegen der Story-Mission. Hallo. Oh,
everyone? No, I think I saw him go into the bathroom. Been there for ages. Okay, and the story mission. Patrick is holding a round of job interviews. The final applicant was last seen going into the bathrooms where he's been for some time. Nerves, maybe? Die Frage ist, zu was das führt, diese Jobbesprechung. Ne? Wir ziehen jetzt erstmal die anderen Seiten auf. Uah, wir sind nicht erfasst worden. Ah, unser Gesicht wurde nicht entdeckt. Oh, warte mal. Danke. Oh, unser Kumpel ist hier. Aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht machen gerade. Ich würde mich gerne... Wir werden gesehen von eben da oben. So, warte mal. Wir brauchen die andere Mission. Oh, hier gibt's noch mehr. Der Banküberfall. Wie bricht man denn eine Bank ein? Ich wollte doch aber... Nee, wir haben das hier gerade, die Enthüllung, ne? Genau, da drüben müssen wir hin. Finden Sie den Schlüssel für ein Schließfach. Fällt überhaupt nicht auf. Wo muss ich hin? Hallo? Bist du der Schlüssel? Nee, du bist Kopfhörer. Ja, ich verstecke mich auch nicht. Wo ist der Schlüssel? Bist du der Schlüssel? Sag mal, wo ist der Schlüssel? Oh, der Sicherheitstyp. Oh, der kommt auch noch hierher. Did you know there's anything out of the ordinary? Cleaning crew coming in early. Hey, you. Wo ist der verdammte Schlüssel? I was working on closing account. Director Savalas has moved the goalpost on the number of closures we need to complete this month. There were a few others working late, but that's not unusual. Thank you. If you think of anything, please don't hesitate to let me know. Look at that guy and let it be a warning to you all. Smoking crack is whack. I am so happy. A girlfriend of mine. Hey, Mister. Just get out of my face. Okay. Wir sind raus. Finden Sie belastenden Beweise. Mann. Die sehen uns alle. Okay, die Tür kriegen wir nicht problemlos auf. Wo müssen wir denn hin? In den Keller. Achso, wir müssen das Schließfach aufmachen. Hallo, Sir. So, läuft doch wie gespürt. Also nahezu, ne? So, wir müssen irgendwie wieder runter. In den Keller.
So, meine Lieben. Upsala. So, dann müssen wir kurz warten hier, ne? Okay, was haben wir denn bekommen? Ein Stapel Papiere mit Unmengen an belastenden Beweisen. Offenbar sind Direktoren Savalas und Fabian Mann, der Chef der Buchhaltung, sehr leichtsinnig mit dem Geld der Bank umgegangen. Diese Informationen könnten den Ruf der Bank erheblich schaden, wenn sie öffentlich zugänglich gemacht werden würden. Und jetzt werden wir mit Ruby darüber reden, okay. Wir geben uns jetzt mehr oder weniger als Informant aus, würde ich mal behaupten. Ne? Wir warten kurz. Okay. So, mein Lieber. Is that what I think it is? Ja. Yes. Just make sure the information will be put to good use. Oh, you can bank on that. Who are you? What's your role in this? I'm not important. Good luck. It sounds like Miss Red has quite a scoop on her hands. My guess is this will cause a major market upset, which is sure to bring the director out from her fortified office. Oh my, this is perfect. Perfect. Okay. Das heißt, sie wird sich aus der Deckung begeben, wegen der Geschichte. Und wir müssen trotzdem um noch zum Datenkern runter, ne? Was ist denn, können wir... Ah, warte mal. Können wir vielleicht trotzdem den Typen nutzen? Warte mal, wir müssen eine Etage höher. Aktienkurs abgestürzt. Oh, das tut mir aber leid. Okay, jetzt ist sie hier irgendwie unterwegs. Fragt sich, wohin. Oh, warte mal. Ah, nee. Es tut mir aber leid. Uchala. Hey. Na toll. Who are you? Do I know you? Oh. Hey, what are you doing? It's dangerous to call things. It's not what you're... Da haben wir das übertragen, übergeben. Hier sind wir losgelaufen, ne? Ach, verdammt. Narf. Oder? Haben wir ihr schon das übergeben? Ja, ne? Ja, Aktienkurs abgestürzt. Okay. Das Schlimme ist, der Typ da, der sieht uns. Wir müssen zum Klo. Sehr schön. Können wir den irgendwie abschließen hier? Huch. Das ist eine Unisex-Toilette. Warte mal, wir können ihn hier... Ja, wer weiß, der hat wahrscheinlich irgendwie... Meeresfrüchte gegessen oder so. Das hat er nicht vertragen. So.
Ups, Story-Mission, das Vorstellungsgespräch verfolgen wir mal. Vielleicht kommen wir ja bis zur Chefin hoch. Feeling better, I hope. Should I let HR know you're ready for the final interview? Yeah. I feel like a new man. I'm ready. Wonderful. Follow me, please. It's right down here. Best of luck in your interview, 47. Let's see where this will lead you to. Okay, wo muss ich hin? Story-Mission abgeschlossen. Jetzt mal im Ernst, wo muss ich hin? Oh, Perez ist unterwegs. Hä? Ist abgeschlossen. Weil ich jetzt da drin bin, oder wie? Ey, da Ditch. Okay, das war... Okay. Das wird nichts. Aber was bringt mir das dann? Okay. Jetzt mal im Ernst, was bringt mir das dann? Gar nichts bringt mir das. Well, I it's very unfortunate, of course. We did discover evidence of some sort of Ich will bloß kurz gucken. Ah, sie sitzt hier oben. Okay. Aber was können wir tun? Wir sollen auf jemanden warten denn, oder was? Warte mal, ich aktiviere nochmal die Story-Mission. Treten Sie an den Empfang heran, das mache ich mal jetzt. So. Ja. I feel like a new man. I'm ready. Wonderful. Follow me, please. It's right down here. Best of luck in your interview, 47. Let's see where this will lead you to. Ach so, wir sollten ihr folgen. Das geht aber gerade nicht. Weil sie verbuggt ist, oder was? Oh, doch, jetzt. Ja. Ich bin hier, alles gut. Ich bin bloß nicht gerne auf Kameras. Ich muss hinter ihr laufen, verdammt. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Die bleibt auch noch stehen. Mr. Thomas. Ah, Mr. Thomas. Good to meet you. Ja. Mr. Thomas ist hier. I'm Kevin and this is Melissa. We're both with HR and we will be guiding you through this last test. Okay. It's important to stress that there's no pass or fail here. It's merely a standard personality test meant to gauge how you'll fit into our corporate culture. All right. If you're ready, let's kick this off, okay? I'm ready. Okay, so this is a very simple test. All you do is pick a card and tell us what you see there. Now, it's important to point out that there are no right or wrong answers here. It's just to give us a better impression of who you are on a psychological level.
Does that make sense? Yes, I'm ready. All right, Mr. Thomas. Let's proceed then. If you will, please pick the card that most conjures up the word opportunity. I'll pick this one. Good choice. Tell me, what is the first thing you see here? Just the very first thing that comes to mind. I see a figure in a large coat. Perspective skewed, as if I'm looking at him from the ground. He's got something in his hands. Go on. He's armed. Dual firearms. Large caliber pistols. I see. What else do you see? He's just finished a job. Perfectly executed. And who is this man? It's me. Very, very interesting, Mr. Thomas. Very interesting observation, Mr. Thomas. Not what we expected, but that's perfectly fine. Yeah, that's okay. Let's take the next one, shall we? Okay, yeah. Pick any of the remaining cards that make you think of execution, please. Execution wäre natürlich das da richtig gut gewesen, aber ich nehme das hier. Okay. This is an interesting one. What do you see here? Take in the whole image, please, and in as much detail as possible, tell me what this reminds you of. Wealth. Can you elaborate on that? I see a big pile of money earned performing questionable actions. And how do you feel about that? Bending the rules of the game. It's what I do. Very good, Mr. Thomas. Well, that's a very creative interpretation, Mr. Thomas. I think we've just got time for the last card. Mm-hmm. Please proceed. This last card should hopefully make you think of prosperity. This one. All right. Now look at it closely. Take a few moments. Then tell me, do you see an animal or an object? Animal. I see. What kind of animal? A bird. An eagle, perhaps. An eagle. Very interesting. A forceful animal. Anything else? It's feeding on something. Feeding? On what? A carcass. The scene is reflected in a pool of blood flowing from the body. It's a vulture feeding on someone else's kill. That's very graphic, Mr. Thomas. Yes. Brutal, even. Right. Well, that was an interesting experience, Mr. Thomas. To be honest, maybe I expected a little more synergy between our values and your personality. But all is not lost. Am I right, Melissa? Oh, absolutely. We've got a very interesting entry-level position open in the Teller Hall, which I believe would be a perfect fit for your particular personality. Well, you won't be able to be part of the more exciting ventures on the second and third floor. I'm sure ground floor and the first will be of interest to you. Talking to people is a favorite pastime of mine. When do I start? Tomorrow at 8, Mr. Thomas. Thank you. Oh, you're free to have a quick look around to get to know the place before you come in tomorrow. You're cleared to access first floor and, of course, ground floor. Welcome on board. See you tomorrow at 8 sharp. Okay, danke für die Einladung. Was haben wir denn hier? Might Forge Forte. Das ist ja gar nicht drauf auf dem Rechner. Ah, oh, danke schön. Danke schön. Das geht runter wie Öl. So, wir haben Zugriff auf den ersten Stock und auf den. Auf das Parterre, beziehungsweise. Keine. Er ist jetzt nicht mehr misstrauisch. Mist. Aber wir sind gerade misstrauisch empfangen worden. Moment. Vielleicht kriegen wir den ausgeschaltet, den Typen. Ich befürchte bloß. Dass wir mit dem nicht viel machen können. Wobei, warte mal, jetzt sieht ja keiner hin. I hit every corner through it.
So, jetzt sind wir... Hier dürfen wir offiziell nicht sein. Was ist mit ihm hier los? Was haben wir hier? Einen kleinen Raum. Ein Kuhfuß. Da dürfen wir nicht durch. Oh. Ein Glück haben wir hier aufgeräumt. Ich glaube, hier wäre schon längst Action gewesen. Der Typ ist jetzt da unten. Wir müssen trotzdem noch irgendwie rein. Ich glaube, dass er uns Zugriff gewähren kann. Also wir können jetzt technisch gesehen nach unten in den Keller und müssen irgendwie gucken, dass wir den Sicherheitsbeauftragten eliminiert bekommen. Ich denke mal, wir sind jetzt so... sicher hier, dass uns keiner hier erkennen kann. Und ihn müssen wir irgendwie verfolgen und an einer wichtigen Stelle dann ausnocken. Hello, sir. Listen, sir, no drama. Oh, hier müssen wir uns filzen lassen, okay. Das war natürlich nicht, ne? Hier können wir nichts verstecken. Oh, dass die immer so langsam laufen müssen. Na, mein Freund. Na, ach so, der geht jetzt erstmal da rein zu unseren neuen Kollegen, ne?